Berlin angereist für euch, Lisa Eckert! Zum Abschluss ein Text, der wunderbar zur Saison passt. In 9 Monaten ist Weihnachten. Wir stellen uns darauf jetzt ein. Ja? Ich mache das nicht zum Spaß, ich mache diesen Text jetzt aus Protest, weil er beim Fernsehen zensiert wurde. Ich würde natürlich niemals sagen, welcher Sender, aber Bayerischer Rundfunk am Arsch. Okay. Egal. Egal, stimmen wir uns ein. Der Geist der Weihnacht spürt es schon. Ja, kommt schon noch. Okay, Text geht folgendermaßen. Wenn draußen Schnee vom Himmelszelt auf Dächer, Straßen, Zinnen fällt, wenn Kinder auf den Stufen harren, voll Ungeduld mit Hufen scharren, kommt vielerorts der Weihnachtsmann. Diese fette kapitalistische Drecksau. Am Nordpol hat er Stollenminen, Zwangsarbeitselfen, die ihm dienen, jung verhungert, meistens Inder, die Backerl machen für die Kinder. Er selbst mag sich da nicht bequemen, raucht nur Crack, frisst wie ein Vieh, denn Geld verdient er mit Tantiemen der Coca-Cola Industry. Ja? In Österreich, da ist das anders. In Österreich, da herrscht noch Anstand. In Österreich, da kommt das Christkind, das die Geschenke von der List bringt. Und ihr habt euch vielleicht schon mal gefragt, so wie ich, dieses Christkind, ich meine, wer ist dieses Christkind? Jesus Christus hatte ja nicht etwa ein Kind, oder? Oh doch! Und die Geschichte würde ich euch gerne erzählen, falls mir jemand vorwirft, das war irgendwie historisch inakkurat. Das steht genauso in der Bibel, nur nicht so schön in Reime gefasst, aber das sind immer so 2 Seiten, die gar nicht zusammenpicken. Gell? Die findet man ganz schwer, aber die Geschichte steht drinnen. Okay, die Geburt des Christkinds und warum es uns Geschenke bringt. Ja, folgendermaßen. Jesus ging nach einer Festmette mit einer ordentlichen Restfetten zu Maria Magdalena. Setting. Okay, Maria Magdalena, diese war zwar auch mal schöner, ehe man sie gesteinigt hat, doch Jesus hat es alleinig satt. Jungfrau und schon 33, ja, sein Flirten, das war schleißig. Ja. Sein Anmachspruch war stets derselbe. Sah eine Maid zu Felde auf der Straße in der Schenke, streichelt ihr das Handgelenke. Lehnt sich hin, verkündet ihr grimm. Du Hur! Bist eine Sünderin! Ja. Das war nicht sehr effektiv, weshalb er stets alleine schlief. Ja. Doch nun, da wusste er, schon in Kürze, hänge er wie fleischig Schürze von 2 Brettern schwer herab. Jesus weiß, die Zeit wird knapp. Drum spricht er zu der Maria, hab keine Zeit zum Süßholz raspeln, ehe sie mich ans Kreuze basteln. Drum Maria, mach ma's reisch, runter mit der ganzen Wäsch. Doch, ich will kein Kind, wie seh das aus? Drum mach jetzt den Schnabel auf. Und dieses, was ich euch berichte, war erster Come-Shot der Geschichte. Und diesem gedenken die Christen noch heute. So legen die Pfarrer der gläubigen Meute jedem Mädchen, jedem Jungen weiße Hostien auf die Zungen. Manch gewitztes Köpfchen erkennt die Probleme des Bayerischen Rundfunks am Ende des Tunnels. Aber ihr seid jetzt schon so hitzig erregt, das mit dem Messwein erkläre ich euch ein anderes Mal. Das heben wir uns auf. Gehen wir weiter in der Geschichte. Schließlich ist der Tag dann da, Kreuzigung und tralala. Jesus
Jesus sagt kein Wörtchen mehr. Leiser Ton kommt noch daher aus der Schließmuskelregion. Die geht im Tod ja in Pension. Magdalena heult am meisten, doch nicht wegen Jesus auf den Leisten. Doch starb just in dem Moment auch Hoffnung auf die Alimente. Denn die Maria, die war schwanger und bald schon wird ihr bang und banger. Doch dreimal geht Sonne auf und unter. Da wird der Jesus wieder munter. Schiebt Fels beiseite, steigt aus dem Grab und denkt sich nur, was ist mir fad? Jetzt habe ich wirklich alles erlebt, war Prediger, Messias, tot, sah alles, was die Welt mir bot. Doch am schönsten von all jener, was gespusi mit der Magdalena? Drum eilt er schleunigst zurück zu ihr, schreit laut und brunftig wie ein Tier, ich bin zurück von Gottes Acker. Sie sagt nur, Himmel, Herrgott, Acker. Dass du wieder da bist, das ist recht, wenn's dir ums Kindl kümmern möchtest. Ja, sicher. Jesus schluckt schwer und sagt er seinen, gut, schlüpf schon einmal aus den Leinen fürs Sadomaso-Rollenspiel. Du schlägst mich mit dem Besenstiel, züchtigst mich wie bösen Buben. Du spielst den Römer, ich den Juden. Doch ehst mich niederreizt wie Fohlen, muss ich noch Zigaretten holen. Jesus ward nie mehr gesehen. Ne? Maria lag bald in den Wehen und warf ein Kind mit güldenem Haar, von dem niemand jemals wusste, ob's Knabe oder Mägdlein war. Doch scheißegal, das Kind war schön. So schön wie seine Frau Mama und sterblich wie der Herr Papa. Nach letzterem fragt's unentwegt, wenn Mutter es zu Bette legt. Maria sagt, eins kommt da wieder. Das Kind denkt sich, die Zeit wird lang, dass mich nicht so auf Folter spannt und ich des Wartens Marter trag, kauf an jed Weihnacht Vatertag dem Papa gar schön Geschenke als Zeichen, dass ich an ihn denke. Die Jahre vergehen, Maria stirbt. Der neueste Trend, den man bewirbt, heißt Christentum, geht um wie Krippe. Doch Christus Kind missfällt die Sitte, dass man den Vater so verehrte, der sich ja zum Teufel scherte. Das Christkind wird drum Atheist und nennt sich trotzig Antichristen. Noch 100 Jahre mocht es darben. Für den Vater all die Gaben stapeln sich wie Turm zu Babel, bis das Christkind schließlich spricht. Die Geschenke kriegst du nicht, du Drecksfoder, du Sauhund, Falscher, du heuchelnder, täuschender Weihwassersäufer, ich. Gib jetzt die Geschenke weg an deinem Geburtstag, du schaust blöd, gell? Und weil Erwachsene nur für den Arsch sind, beschenke ich alljährlich fortan nur die Kinder, nicht die Alten, die sich stets wie Sau verhalten. Dankeschön.